kennst du das Haus, rund am Paradeplatz, da wo so manches Mann seinen Schatz drin hat. Ja, die da drinnen sitzen, die schauen so traurig aus, dies ist das teure... Das Zuchthaus Straubing wurde im Jahre 1902 als Nachfolger der Pfarreranstalt in Minga in der Au am Nockerberg erbaut. Die ist damals 1660 gegründet worden und ist dann 150 Jahre später aufgelassen worden. In der Früh um halb sechs, da geht der Jammer los. Die Außenstelle wurde im Jahre 1913 bis 1929 im Südflügel des Klosters Benedikt Bayern eingerichtet. Da rennt es hin und her, ich hab mich keine Maske ruhig, leider nimmer mehr. Die Sträflinge wurden zu Arbeiten in der Moorkultur und am Eiwispfleg eingesetzt. Von denen Arbeiten zeigen die nachfolgenden Buddel. Ja, jetzt wird's doch einmal gescheit, denkt's nur allein in Gott, an die Gerechtigkeit. Es ist ein hartes Los, wenn man verriegelt ist, denn nur die Freiheit ist das Paradies. In dem Beutel in der Mitte ist der Oberregierungsrat Franz Kohl. Er war damals Anstaltleiter in Straubing von 1912 bis 1931. Die vorüberging, die dachte in ihrem Sinn, ja, da war ich auch schon drin, da wo kein Vogel singt. Der Direktor, der damals 45 Jahre alt war, daneben der Verwalter, im Jahr 1924, links und rechts sind die Aufseher. Da wo kein Vogel singt und auch kein Zitter klingt, da ist die Luft nicht rein, da sperren's die ein. Der Herr Direktor prüft persönlich, ob die Gefangenen vollzählig zum sonntäglichen Kirchgang antreten. Und dieser Kirchgang war natürlich ganz kurzerhand in die Anastasiankapelle, weil die ist ein bisschen kleiner wie die große Basilika. Da können sie nicht so leicht stiften gehen, wenn irgendwas war. Auf dem Buddel sieht man ganz genau die zugemauerten Arkaden mit den vergitterten Fenstern. Und als Begleitschutz zu den Gefangenen, wenn sie ausrücken, sind natürlich immer Aufseher mit Hund dabei. Die Klosterschreinereien, die waren natürlich auch für die Gefangenen, haben einige mitarbeiten können. Die Mühle war für die Gefangenen da, die Bäckerei, die Wäscherei. Mittags um halb zwölf, da kriegst du dann dein Menage. Freund aller, die wenn's zerzt, dies ist ein wahrer Graus. Erst wenn's das fressen müsst. Die Gefangenen beim Mittagessen. Da lebert's dann im Lang, verreckert's bald. Dieses Schlafraum von den Gefangenen, der ist eigentlich schon ganz vernünftig eingerichtet gewesen, weil in Straubing drunten musst du nur Doppelbetten nebeneinander gehabt. Vor die Leis und Fleh, da kriegst du halt auch keine Ruhe. Bis in den anderen Tag, in aller Früh. Die Hundezwinger.
die Büros vom Aufseher, vom Vorstand, war natürlich schon ganz schön ägerlich, gell? Die Küche der Gefangenen. Und vor die Übrigen, da ist keiner zu Fuß ins Moos runtergegangen oder am Berg rauf. Die sind geritten. Und schöne Rose haben sie umdrehen gehabt. Gelernt ist gelernt, so steigt man von der Ruhe richtig auf. Fest sind wir, gell? Das ist ein Speisewagen. Da haben wir teilweise Essen hin und her gefahren. Und man hat auch, und das hat man nach dem Krieg noch gemacht, ein Saufutter nach Heisingen aufgefahren. Im Galopp geht es vom Moos aus heim, damit man schneller bei der Brotzeit ist. Teilweise sind Arbeiten auch am Zwiesel drin durchgeführt worden. Was man da baut, weiß ich nicht, was das jetzt sein soll. Oder waren das vielleicht Waldschneisen, die man für die Eisenbahnlinie nach Wolfratshausen gebaut hat? Kann leicht sein. Gefangenen mit ihrem Werkzeug auf dem Marsch ins Moos runter. Da werden Drainagegräben nachher gemacht. Und der rechte Aufseher mit dem Aquariumbuckel auf dem Brett da drum, das ist der Vater von jemandem, der die Pudel damals auf Zeiten da hat. Es war bestimmt keine leichte Arbeit für die Strafgefangenen, aber sie waren wenigstens an der frischen Luft. Und zu essen haben sie auch was gekriegt. Da sieht man einmal, wie tief die Mooscreme ausgehoben worden sind. Da hat man sogar Gleise verlegt und mit Rollwagerl den Träger rausgefahren, weil man muss allein kannst du ihn auch nicht lassen. Das Mittagessen ist unterwegs mit den Rose. Das hat einem bestimmt gut geschmeckt.
Die Aufnahme darf dann Fuchs B drunten sein. Damals, so wie es ausschaut, hat man da drunten noch ein Draht gebaut. Die wohlverdiente Mittagspause. Bei der Getreideernte. Das ist eine von den schweren Arbeiten gewesen, von den ganz schweren, wenn sie die Wurzeln haben aus dem Moos rausgraben müssen und rausheben müssen. Das war schon eine Sauerarbeit. Und nach vollbrachter Arbeit ist gemeinsam wieder heimgegangen. Mit Gerät am Buckel geht es an der Moosmühl vorbei. Moosmühl neben dem damaligen Schwimmbad von dort unten, das war der Geräteschuppen. Am Eibisflektrum sind Arbeiten durchgeführt worden, waren Ochsenfuhrwerk dabei. Ja, das Ochsengespann vor der Eibisflechhütte. Gefangenen beim Ausrühren hat es auch gegeben, aber bewacht mit dem Hund, mit dem Scharfen, einem Aufseher und scharfe Gewehre. So war das halt damals, gell? Getränkelieferung per Ochsenwagen am Eibisfleck. Die Steine aus dem Boden rausgraben müssen und am Rand niederlegen. Das war schon eine schwere Arbeit. Der Aufseher war natürlich mit dem Ross dabei, wie allweil. Thank you.
Und die Strafgefangenen haben halt auch bei der Arbeit ein ganz eigenes Kappe aufgehabt, dass man es von Weitem schon kennt, wer ist. Ein letzter Blick zurück auf die Wand und auf Kohlstadtalm, bevor es nachher runtergegangen ist, ins Dorf wieder zurück, alles zu Fuß natürlich. Haben wir sie noch einmal miteinander fotografieren lassen. Und über die Wurz ist es noch runtergegangen. Das Kloster hinten hat man schon gesehen in der Entfernung. Sogar so weit haben sie nachher nicht mehr gehabt. Aber die waren gewiss mit nach der Arbeit. So viel zum damaligen Zuchthaus in Benedikt Bayern. Ja, mich kann man's krug, heute nimmer mehr.